Nun gut, dann führen wir den Protest gegen Sophie, den Narrateur, fort. Gute Güte. Eine Gruppe Zeugen, die von einer gemeinsamen Aussage eine Versammlung hat. Das glaubt doch mir doch niemand. Inquisitor Flammenberg gewährt dem Hohen Gericht eine Frage. Gewiss. 5 Zeugen finden sich im Zeugenstand. Das wirft die Frage auf. Wieso wurde dieser unansehnliche Mann aus der Gruppe von Zeugen ausgeschlossen? Glatzkopf, ihr Recht, Flammenberg, das ist nicht unerhört. Es gibt dafür einen guten Grund. Ich wusste nicht von der Existenz dieses Zeugen. Ihr, werter Herr. Seid nicht vorgetreten, als wir nach Zeugen für diesen Prozess gefragt haben. Nur weil ich davon nichts gehört habe, sonst bin ich nachts nicht unterwegs, außer eben Barbaras Schenke zum Roten Kelch. Also das zeigt doch wohl klar, wie er die ganze Sache so gemacht hat. Was er die ganze Nacht so gemacht hat. Egal. Die Sache ist gegessen. Wenn's nach mir geht, überlassen wir es einfach mir. Während der letzten Befragung hat die Verteidigung überraschende Beweise vorgebracht. Folglich kann die Angeklagte kaum Magie angewandt haben. Solche Argumente wurden hier zuvor nie zuvor gebracht. Es muss das ja dieser Logik sein. So ein Blödsinn. Logik. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das sein soll. Ich weiß, dass ich jetzt dieser brotbackende Bäcker zurück in die Bäckerei gehört. Wortgewandt. Hey Opa, lass mich und meine Partner hier zurückkommen. Ihr wollt wissen, wie die Hexe da den Stab gehalten hat, oder? Opa? Ihr meint doch nicht, wie das hohe Gericht sagt. Ich sehe keinen anderen älteren Herrn. Wir zeigen euch, dass die eine Hexe ist. Ich verwette Mackys Fell darauf. Oh Gott! Gut, gut. Wir schaffen das. Wir schaffen das Zeug. Oh Gott, was für ein Schrei. Nun gut. Fahrt mit der Aussage fort. Na klasse. Mir kommt es so vor, als hätte ich die Kontrolle über diese Situation absolut verloren. Das Geheimnis des Hexenstabs. Es ist glasklar, Sophie ist eine Hexe. Wir geben nicht nach. Als die Laterne fallen ließ, hielt sie den Stab noch nicht in der Hand. Der Stab muss durch Magie verborgen auf dem Murken gewesen sein. Die Schurken haben die Hand gepackt, mit der sie die Laterne hielt. So, also muss sie den Stab anders gehalten haben. Das ist einfach. Das Mädchen hat den Eimer auf den Boden gestellt und nach dem Hexenstab gegriffen. Sie hatte also den Hexenstab. Sie ließ die Laterne fallen und griff nach dem Stab. Wenn das der Fall ist, muss die Möglichkeit bestehen, dass die Angeklagte Magie benutzt hat. Das ist nicht gut. Dank diesem alten Kerl sind nun alle noch entschlossener, Sophie zu verurteilen. Sie hegen alle eine ähnliche Abneigung gegen Magie und Hexen. Das ist der Grund für ihren Drang, so schnell wie möglich einen Schuldspruch zu erwirken. Aber solch Zuversicht trübt ihr Urteilsvermögen. Ja, ich denke, sie haben recht. Ich denke nicht, dass diese Zeugen es böse meinen. Aber sie sind alle so festgefahren, dass sie gar nicht merken, wie verfälscht ihre Erinnerung an heute Abend ist. So, wird es zumindest. Das ist nicht gut, Professor. Die Zeugen denken nicht richtig nach. Sie sehen die Wahrheit einfach nicht. Der Richter denkt nach. Worüber denkt er nach?
Okay, auf geht's. Werter Bäcker, oder besser, Herr White, werter Herr White. Ja, ihr scheint kein einfacher Bäcker zu sein, so viel ist klar. Auf der anderen Seite seid ihr auch kein einfacher Verteidiger. Nie zuvor hat ein Verteidiger sich auf diesem Schlachtfeld mit mir messen können. Werter Blaurock, dieser Prozess ist noch nicht entschieden. Wenn auch nur der geringste Zweifel besteht, werde ich eure Verteidigung niederstrecken, ohne zu zögern. Ich verstehe. Verteidigung, ihr könnt mit der Befragung beginnen. Kreuzverhör. Das Geheimnis des Hexenstabs. Es ist ganz klar, Sophie ist eine Hexe. Wir geben nicht nach. Als sie die Laterne fallen ließ, hielt sie den Stab nun nicht in der Hand. Der Stab muss durch Magie verborgen auf ihr Rücken gewesen sein. Die Schurken haben die Hand gepackt, mit der sie die Laterne hielt, und also muss sie den Stab anders gehalten haben. Das ist einfach. Das Mädchen hat den Eimer auf den Boden gestellt und nach dem Hexenstab gegriffen. Okay, Moment. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ah, okay. Moment. Entschuldigung, ich einiges unterbreche. Aber ich muss jetzt seine Aussagen und angreifen. Soweit ich weiß. Moment mal! Sie stellt den Eimer auf den Boden? Genau. Stell dir vor, sie macht das. Dann kann sie das Ding da problemlos halten. Aber keiner der anderen Zeugen hat ausgesagt, dass sie den Eimer abgestellt hat. Aber niemand hat gesagt, dass sie den Eimer nicht abgestellt hat. Oh, was ging jetzt ab? Offenbar. Oh-oh. Okay. Ihr denkt darüber nach. Muss ich sie jetzt befragen? Sekunde! Entschuldigt, Frau Dorner. Ja, was ist denn? Sagt, was haltet ihr von der Aussage des Zeugen gerade eben? Die Angeklagte stellte den Eimer auf den Boden. Niemand hat das bisher erwähnt. Ihr habt recht. Wie seltsam. Alle müssen es vergessen haben. Ich ebenfalls. Was? Aber ja, Sophie hat den Milcheimer abgestellt. So konnte sie den Stab leicht halten und Magie nutzen. Kinderleicht, richtig? Was fällt dir ein, Nick? Es sieht so aus, als würde sie Sophie bei jeder Gelegenheit als Hexe hinstellen. Ich weiß nicht, wie ich ihr ohne doch zuhören kann, bevor meine Ohren anfangen zu bluten. Moment. So. Wir präsentieren dir mal etwas, und zwar den Milcheimer. Einspruch! Ich fürchte, was wirklich passiert, ist nicht ganz so einfach. Wovon redest du? Es hatte erst einen Moment vor dem Verbrechen aufgehört zu regnen. Das heißt, der Boden war schlammig. Sollte Frau Denarateur den Eimer wirklich abgestellt haben, wie ihr behauptet, wäre der Eimer voller Schlamm, genau wie die Laterne, nachdem sie gefallen ist. Na, ich würde sagen, das verbessert die schlammige Aussage. Was meint ihr? Naja. Hey, Flamberg. Was?
Willst du einfach nur herumsitzen und hübsch aussehen? Hilf mir aus der Patsche! Mir Honig um den Mund zu schmieren, bringt euch gar nichts, viel Zeuge. Aus einem Aufenthalt im Kerker. Davon abgesehen, stellt euch hier nur eine Frage. Wieso ist kein Schlamm auf dem Eimer? Zeugin mit der Ziege, gewährt ihr mir eine Frage? Meint ihr etwa uns? Gewiss, ihr habt dem Gericht erklärt, dass ihr den Eimer mit nach Hause nahmt. Unrechtmäßig, muss ich hinzufügen. Durch harte Worte, Inquisitor. Als ihr den Eimer mitgenommen habt, müsst ihr den Schlamm abgewischt haben. Ist das richtig so? Was wisst ihr jetzt, wo ihr es erwähnt? Das gibt's doch nicht. Jetzt sagt nicht etwa der Milcheimer. Richtig. Ich weiß es wieder. Ich weiß nicht, ob das auf dem Eimer Schlamm war, aber er war auf jeden Fall sehr schmutzig. Bevor ich den Eimer mit hineingenommen habe, musste ich ihn mit einem alten Tuch abwischen. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Ausgezeichnete Arbeit, Inquisitor Flamberg. Richtig, richtig, das ergibt alles Sinn. Seht ihr, wir hatten von Anfang an recht. Stimmt das nicht, Inquisitor Flamberg? Ich wusste, dein schweres Motorzier des Flamberg, du hast diesen Einwand gekonnt, zerbröselt. Einspruch! Zeuge, Frau McQueenie. Was denn? Ihr seid absolut sicher, dass Stamm an der Milcheimer klebte? Meine Güte, naja, wenn ich ehrlich bin, erinnere ich mich nicht, ob das wirklich Stamm war. Ich kann mich aber erinnern, dass ich den Eimer abgewischt habe, als ich zu Hause angekommen bin. Ups. Es scheint, die Verteidigung hat es versäumt, einen Widerspruch in der Aussage zu beweisen. Das Hohe Gericht hat hier keine Zweifel. Haha, der hat dir gezeigt, Blaumeier. Da hast du recht, tu mir einen Gefallen, Opa. Ich möchte meine Aussage ein wenig ändern. Das Hohe Gericht gibt seine Zustimmung, sofern die Aussage solcher Beschimpfung in Zukunft unterlässt. Verstanden, euer Ehren. Naja, all dieser Gerichtskram hat mich durstiger als ein Hund in der Wüste gemacht. Und dabei habt ihr die Stadt noch niemals verlassen. Ja, trink du mal. Na super. Ich bin gerade überlegen. Moment mal! Aber niemand weiß mit Sicherheit, ob Frau de Narratur den Eimer auf den Boden gestellt hat. Weil kein Schlamm auf dem Eimer ist. Ist das das, was ihr sagen wollt? Hey, das haben wir doch schon geklärt. Die Frau mit der Ziege hat den Schlamm abgewischt. Einspruch! Doch Frau McQueenie kann sich nicht erinnern, ob es wirklich Schlamm war, der an dem Eimer klebte. Wir können uns wirklich nicht mehr erinnern. Aber vielleicht. Ich denke, es könnte wirklich Schlamm gewesen sein. Ich meine, sie hätte ja sonst nicht scharfig halten können. Frau McQueenie, bitte gib uns eine endgültige Antwort. War es das, Blaumeier? Sag, was du willst. Es hilft nicht. Wirst du schon sehen. Wir fünf haben gesehen, was diese Hexe angestellt hat. Wir haben es genau gesehen. Hä? Was ist jetzt passiert? Aha. Sekunde! Jetzt ist Confucius angreifbar. Entschuldigung, Herr. Er, dein Opa. Ich drehe mich. Verteidigung.
wenn ihr Opa sagt. Meint ihr doch wohl nicht das hohe Gericht? Nein, nein, natürlich nicht, euer Ehren. Herr Confusius, hört ihr ihm eigentlich zu? Ich hab euch schon beim ersten Mal verstanden, junger Mann. Diese Ohren vernehmen jedes Geräusch. Das Knistern des Feuers, das Flüstern der Menge. Und jetzt eure Stimme. Wenn das so ist, erlaubt mir euch eine Frage zu stellen. Ihr wart eben in Gedanken versunken. Habt ihr etwas über die Aussage dieses Zeugen beizutragen? Gewiss, ich meinte, etwas fehlte. Allerdings kann ich nicht sagen, was das bedeutet. Etwas fehlte. Zeuge, könnt ihr uns sagen, was genau in der Aussage dieses drittklassigen Zeugen fehlte? Erstklassige Inquisitoren geben sich gar nicht erst mit drittklassigen Zeugen ab. Fünf Köpfe sind besser als einer. Zehn Augen sind besser als zwei. Als ich den Ausführungen dieses Mannes gelauscht habe, konnte ich nicht umgehen zu bemerken, dass etwas seltsam erscheint. Heute Abend, als diese schreckliche Tat geschah, sind wir alle zum Ort dieses Verbrechens geeilt. Als der Duft eines frisch gekochten Abendmahls meine Nase erreichte, waren die Schatten der Anwesenden zu erkennen. Und es waren nur vier Gestalten zu erkennen, mich selbst mit eingezählt. Vier? Einen Moment mal. Ihr sagt, es waren nur vier Zeugen am Tatort? Diese Augen mögen alt sein, aber sie wissen, was sie gesehen haben. Stimmt etwas nicht, Frau McVinnie? Nein, es ist nur Mackie und ich versuchen uns zu erinnern, was genau passiert ist. Ich kann mich an die Flammen erinnern, dann haben Mackie und ich uns den Milcheimer geschnappt. Und als die zwei Rauchwolke in Flammen aufgingen, haben die Flammen den Abend erhellt. In diesem Augenblick konnten wir sehen, dass wir nicht die einzigen Zeugen waren. Und da habe ich die anderen gesehen. Die anderen Zeugen kamen zusammen mit uns angerannt. Ich bin recht sicher, es waren nur vier von uns dort. Einspruch! Einen Moment mal. Das geht hier vor? Wir haben fünf Zeugen im Zeugenstand, die alle behaupten, sie hätten die Ereignisse selbst beobachtet. Das heißt, wir haben einen Zeugen zu viel. Rede doch keinen Unsinn. Hey, ihr da, hört besser auf, dazwischen zu reden. Alle für einen für alle, ja? Wir haben geschworen, wir erledigen diese Hexe zusammen. So einfach ist die Sache nicht. Wir haben gesehen, was wir gesehen haben. Nun gut, ich sage, es geht hier um die Anzahl und ich habe gezählt. Ich habe gezählt, sage ich. Ich kann besser zählen als ein Abakus. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, zähle ich Schafe bis zum Sonnenaufgang. Vier Zeugen, vier, fünf Zeugen. Vier Zeugen, fünf Zeugen. Was macht das für einen Unterschied? Die Sache wurde erst so kompliziert, als ihr hier aufgetaucht seid. Was zum Gesagt ist meine Schuld? Ich war dort, du Lehrerin. Ich habe das richtig gesagt. Meine Aussage ist robust wie Eisen, selbst wenn ich sie völlig ohne Rostflecken ist. Ruhe, Ruhe, Ruhe im Gerichtssaal. Ups, falsche Taste. Was geht hier vor? Ihr behauptet, die Zahl Anzeugen sei nicht richtig? Das hohe Gericht hat solche fremelhafte Widersprüche nie zuvor gehört. Es gibt nur eine Antwort für dieses Rätsel. Eine einzige Möglichkeit. Was sagt ihr da? Zweifellos muss Magie am Ort der Tat angewandt worden sein. Des Weiteren scheint es, als wären nur vier Zeugen vor Ort gewesen. Und doch sehen wir uns in diesem Augenblick mit fünf Zeugen konfrontiert. Das ist ein schwerwiegender Widerspruch, nur der nur eine Möglichkeit offen lässt. Würden Sie mir hier zustimmen, Herr White? Die Antwort kann einfach nicht...
Was ist nun diese Antwort, werter Herr Blaurock? Was ist eure Erklärung für die Zahl der Zeugen? Einer von ihnen ist eine Hexe. Und zwar nicht Sophie, denn die Stimme von Sophie und von Frau Gwinny und von Belladonna klingt total unterschiedlich. Einer von ihnen ist eine Hexe. Es klingt vielleicht weit hergeholt, aber in Wirklichkeit ist es ganz einfach. Die wahre Hexe und der wahre Täter in diesem Fall ist einer von diesen fünf Zeugen. Was? Ihr wollt sagen, die Hexe ist unter diesen Zeugen? Welch Unsinn! Es ist völlig unmöglich, dass eine solche Anschuldigung wahr sein könnte. Das stimmt. Was fällt dir eigentlich ein, uns hier als Hexen hinzustellen? Wir haben sie als die Wahrheit gesagt. Dennoch beschuldige uns hier. Halt nein! Seht, mein teurer Schild lässt eure harten Worte abprallen. Inquisitor Flammenberg. Ja, hohes Gericht. Das hohe Gericht möchte eine Zeichnung vom Schauplatz des Verbrechens sehen. Habt ihr sie in eurem Besitz? Ja, selbstverständlich, hohes Gericht. Ich habe sie hier. Ich habe diese Zeichnung für den Fall der Fälle angefordert. Boah. Nun gut, Zeugen. Das hohe Gericht wünscht, dass ihr hier gezeichnet, wo ihr euch zum Zeitpunkt der Tat befunden habt. Direkt hier auf der Gerichtszeichnung. Es eilt. Die Zahl der Zeugen kann nicht stimmen. Langsam kommen wir voran, aber das Brot muss noch eine ganze Weile backen. Wir haben das alles mit dem Herrn mit dem Zylinder zu verlangen, Herr Leighton. Das hohe Gericht nimmt die Zeichnung in die Beweissammlung auf. Wenn einer der Zeugen ein Hexe ist, kann das nur eines heißen. Jemand hier sagt nicht die Wahrheit. Das scheint in der Tat der Fall zu sein, Herr White. Hört gut zu, werter Herr Blaurock. Ihr schlagt mit eurer Behauptung an die Hexe. Sei unter den werten Zeugen einen gefährlichen Weg ein. Das ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Solltet ihr falsch liegen, werdet ihr euch am anderen Ende meines Schwerts wiederfinden. Habe ich mich klar ausgerückt. Was? Aber das war doch nicht so gemein, war doch nicht meine Idee. Der Gentleman mit dem Zylinder hier hat diese Anschuldigung gemacht. Das ist das gleiche, werter Herr Blaurock. Gewiss, es ist das gleiche, werter Becker. Das ist das gleiche, Herr Weid. Meine Güte. Jetzt zieht euer Schwert. Schwert. Habt ihr zugehört? Ihr behauptet, die Angeklagte ist nicht die Schuldige und niemand am Ort des Verbrechens war der wahre Täter. Sollte dies der Wahrheit entsprechen, wo könnte sie... Warte, könnt ihr sicherlich demonstrieren, wo diese Person zu der Zeit befand, oder? Natürlich können wir das. Los, Alter Bock, nun könnt ihr aufklären, wer die wahre Hexe ist. Werter Verteidiger, zeigt uns, wo sich die Hexe zum Zeitpunkt des Schandtats befunden hat. Ganz klar. An Sophies Stelle. Hier! Die Hexe muss hier gestanden haben. Einspruch! Was soll das heißen? Bedauerlicherweise hat diese Stelle absolut nichts mit meinen anwesenden Zeugen zu tun. Einspruch! Inquisitor Flammenberg, ich würde euch empfehlen, einen Blick hierauf zu werfen. Das lieber mag ich. Diesem Buch zufolge beschwört Inflammatio einen Flammenkreis innerhalb eines Radius von einem Meter um die Hexe.
Mit anderen Worten, die Hexe kann nicht mehr als einen Meter von den Opfern entfernt gewesen sein. Einspruch! Natürlich, sagt nichts weiter, werter Herr Blaurock. Beachtet, niemand außer der Angeklagten befindet sich in diesem Bereich. Es sollte aus der Zeichnung klar hervorgehen, dass es auch keine Möglichkeit gibt, sich zu verstecken. Einspruch! Richtig, hier gibt es keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Allerdings hätte eine Hexe Mittel und Wege, um nicht gesehen zu werden. Ein faszinierender Ansatz. Da ihr so gern mit Beweisen arbeitet, beweist es. Oh je, das klappt. Wie war es der Hexe möglich, sich zu verstecken? Ganz einfach. Videos präsentieren. Nimm das! Diese Thalea Magica enthält zwei magische Kristalle. Inflammatio und einen zweiten Zauber. Richtig? Den Zauber Videos. Videos. Oh, das kann nicht sein. Das ist richtig so. Es war sicherlich eine Hexe am Tatort, aber sie war unsichtbar. Alles dank des Zauber Videos. Welch törichter Unsinn. Ruhe, Ruhe im Gericht. Verteidiger, was soll das? Das Hohe Gericht war der Ansicht, die Hexe hätte Videos benutzt, um die Thalea Magica verschwinden zu lassen. Einspruch! Im Liber Magie steht unter Videos, der Zauber lässt alles in den Umhänden des Zaubernden verschwinden. Anders gesagt, wenn die Hexe den Stab in einer Hand hält, während sie ihren Körper mit der anderen Hand berührt, dann wäre sie in der Lage, sich selbst verschwinden zu lassen. Wollt ihr damit sagen, dass dies der Grund für diese widersprüchliche Zahl der Zeugen ist? In der Tat, so ist es. Das heißt, werter Zeugen, einer unter euch sagt nicht die genannte Wahrheit. Und diese Person ist die Hexe, nach der wir suchen. Dies ist meiner Meinung nach die wahrscheinlichste Erklärung. Ehrenhafte Zeugen, ihr mögt ein letztes Mal vor dem Hohen Gericht aussagen. Erläutert im Detail, was ihr am Ort des Verbrechens gesehen habt und was ihr nicht gesehen habt. Wie abstrus, der Zweck dieses Prozesses ist, dieses Mädchen schuldig gesprochen wird, oder etwa nicht? Das ist richtig, wir sind keine Hexen. Zeugen, ich bitte euch zuzuhören. Eine Hexe versteckt sich unter euch. Das ist die Wahrheit. Ich fürchte, ihr zieht nicht länger an einem Strang. Der wahre Schuldige befindet sich unter euch. Die wahre Hexe ist unter diesen fünf Zeugen. Wo soll mir recht sein, zurzeit den Prozess ein Ende zu bereiten? Boah. Jetzt wird es wieder ein bisschen krasser, was wir gesehen haben und was nicht. Ihr verlangt nach unserer genauen Position? Es kümmert niemanden. Die Flammen der brennen. Es kümmert niemanden. Die Flammen brennen doch genauso heiß. Etwas wie diese Flamme habe ich nie zuvor gesehen. Ich war sprachlos. Ich konnte nicht mal schreien. Ich hörte einen zagenhaften Schrei. Und als ich mich umdrehte, stand diese Räume in Flammen. Daher lief ich hin. Ich hörte den Zauber und stand alles in Flammen. Ich bin mir sicher, ich habe nur drei Leute gesehen. Wie ich vermutet hatte, es waren nur drei andere vor Ort. Wie der Mann, der herumtaumelt, ist wie ein junges Kalb. Ein wahrhaft abscheulicher Tag. Es ist keine Überraschung, dass die Zeugen so verwirrt sind. Eine Hexe unter den Zeugen. Ihr habt keinerlei Basis für diese Anschuldigung. Nicht so schnell, Flammenberg. Die einzige unbegründete Anschuldigung ist, dass Sophie eine Hexe sein soll. Es ist viel wahrscheinlicher, dass es ein Zeuge ist. Diese Aussagen müssen zeigen, wer die wahre Hexe ist. Kreuzfeuer.
Was wir gesehen haben und was nicht, machen wir in der nächsten Folge. Bis morgen. Ciao.